Alter, das kann ich auch nicht dachten. Den Hopser, Leutnant. Mund von einem Flöhe! Bestreden trinkt ins Wut. Feuersonne erhält den Himmel. Weil ich eine Anschwung auf das Kristall nie in das Schloss. Dafür scheinen wir doch nicht alles zu haben. Na gut, gehen wir woanders hin. Wir sind hier scheinbar unerwünscht. Wir gehen nach Hause, komm. Hä? Warum kann ich da nicht runter? Achso, weil es unten drunter ist, okay. Ich finde es Riechwasser. Hier riecht es nach Wasser. Au. Wie kann es sein? Wie kann es die Spannen überwunden haben? Ist doch nur ein Vieh. Nun, fass mir, schlüge ich unseren arroganten Panzer neu und zweifelbaren. Vergeben offen! Offen! Wer ist da? Ob es zu mehr als zu wildteilfähig wäre, irritierend! Tieren ist es nur für den, der vor lauter Verstand sein Herz einbüßte, die Sklavenhalter. So voller Rachlust, das war unerwartbar! Jetzt haben wir auch einen Grund, die Scheußer! Ah, die Aggression nimmt zu! Du für Bestie steigt wieder hervor! Nur denn, lebt eure Tour aus! Wie das? Es kann sich zügeln! Ich bin lange! Wer so weitermacht! Rauschmied, Marcianer, vielleicht der, der das Verschonung heißt. Ungehörlich, ein spannender Entwicklungsschub. Ja, das muss es sein. Konnte sie mal so verschätzen, könnten uns nicht mehr sagen. Ungeheuerlich, ja, genau. Du erhältst stolz 150 Erfahrungspunkte für interplanetares Dullungsvermögen. Und erreichst einen neuen Level. Ja, Grünzeug. Ach, Samba Pflanz von einem Raum doch gleich viel mehr Leben. Brutal, wer für den Schleim in Dosen? Scheinen die Marsianer geschöpfen als Schutz gegen die ungewohnte Hitze. Nennt sie auch Sonnencreme, glaube ich. Sei diese Tabellen gekritzelt! Das ist mein lieber Leutnant, marsianischer Kalender. Ist umständlich, was? Natürlich, Mars macht es einem braunen Bewohner nicht gerade leicht, ein simples System zu erstellen. Gleich zwei Monde wollen eine kalendarische Aufstellung eingebunden werden. Beide Körper umrasen die geheime Welt mit unerhörter Geschwindigkeit. Sana musste sich schon etwas einfallen lassen, die beiden Flitzer in den Kalender einbinden zu können. Möglich erklärt das auch die früher aufblühende Mathematik. Exkurse! Kommst du so leicht? Ich hatte fast schon vergessen, dass sie es sind, zu dem ich rede. Nun gut. Hauptangelpunkt der Rechnung ist auch der auf Mars, die Umkreisung der Sonne. Ist mal einmal rum, das ist als ja. Teilweise, so meine Interpretation der Texte richtig sind, wird jeweils 100 Jahre eine besondere kulturelle Bedeutung zugesprochen. Kultische, den Tag bezeichnet diesen Zeitspann als Umlauf. Der Leutnant, hallo? Ist noch jemand anwesend? Hm, wie, was, wo, wer? Aha, sehr schön, sag ich! Im Mittelteil des Maus! Ach, sie haben einem doch gar nicht zugehört. Gehen wir weiter. So, wir schauen uns nochmal draußen um. Da ist nichts. Nichts da draußen! Ich finde das Balsamöl. Balsamenöl, ja. Die Zahl meiner Lebensjahre um 2 Dutzend Umläufe kleiner wäre als ihre doppelte Anzahl, dann wäre ich so alt wie mein Vater. Wie alt bin ich? Die Anzahl meiner Lebensjahre um 2 Dutzend. Oh Gott. 24, was soll das? Nee. Kleiner wieder. Oh Gott, jetzt stehe ich wieder vor Rätsel. Mathematik. Finde ich total toll. Ich kann sie zwar nicht, aber ich finde sie toll. Lebensjahre um 2 Dutzend Umläufe. Das sind jetzt 100 Jahre ein Umlauf. Hm? Ja, ein Dutzend ist 1224, 2400. Hehe. Kleiner wäre als ihre doppelte Anzahl. Hä? Ich hasse solche Rätsel. Die konnte ich noch nie. 2 Dutzend Umläufe. Ihre doppelte Anzahl. Strecken wir das Let's Play noch ein wenig in die Länge. Und so ein Dutzend. Moment, das wäre dann. Was dann 14 oder 14. Im Moment, jetzt sind wir ja schon. Sind wir bei 8? Ich glaube, ich rechne gerade völlig Mist aus. Dann 7.000, 7.000, 7.000,
Keine Ahnung. Lustig Rätsel. Nein. Ich glaube, das schaue ich jetzt nach. Keine Lust mehr, jetzt noch Rätsel zu lösen. So, ich habe auch gleich mal das Rendern gestartet und ja. Er will ja nicht wissen, wie viel es ist, wenn er es abgezogen hat, sondern wie viel es original ist. Das wäre natürlich 4,8 und nicht 2,4. Rätsel verstehen ist auch so eine Sache, ne? Ist kompliziert! Total scheiße erklärt, ey. Wobei es ist normal, dass man beim zweiten Mal überhaupt total versagt in Spielen. Beim ersten Mal nimmt man immer alles mit und macht es ganz genau. Und wenn man das zweite Mal oder das wieder mal spielt, dann läuft man irgendwie einfach vorbei, weil sie denkt, oh, ich weiß ja alles, kenne ich schon. Ne? Dann hängt man irgendwo fest und weiß nicht, was man machen muss. Wow, ich bin so gut wie tot. So spannend. Sagt überhaupt die Uhr. Ich denke, ich nehme mir noch auf. Vielleicht komme ich noch durch heute. Könnt ihr nächste Penumbra starten? Das sieht dann wahrscheinlich genauso, wie ich Leute anschaue. Ja, ich steige am besten gleich mit rein, dass sie die Tech-Demo ist, sonst holen dann wieder welche rum. Oh, ist die nicht dabei, ey? Kann ich voll nicht wissen, ey. Bin gleich so behindert, ey. Spassi, ey. Bin voll in die, voll klug, Alter, ey. Ein schlauer Day, schau mal, ein schlauer Typ. Egal. Wir haben übrigens gesiegt! Sieg! Ja, intelligente Spaghetti. Oh, klarer Wasserentfall, eine ganz ungewöhnlich heilsame Wirkung. Wie ungewöhnlich. Seht nur, wie sich die Sonne darin spiegelt. Aus einem gelben Kristall. Ich glaube, der ist gelb. Habe ich so Theorien. Ich habe Theorien über gelbe Kristalle, über was die gelb sind. Solltet ihr mal lesen halt, falsche Tür. Ich muss die Tür daneben, die aussieht wie eine Treppe. Raffiniert. Eine Tür aussehen lassen wie eine Treppe, damit sie niemand findet. Aber solche kleinen, unbedeutenden Tricks falle ich lange nicht herein. Ich falle nur auf merkwürdige Rätsel herein, die ich falsch verstehe. Zum Beispiel Sauerstoff, ne? Schnell, den Kristall her. Wir haben einen blauen, einen roten und einen gelben. Ich nehme mal den gelben. Ich hätte vielleicht den ganzen Text drin. Ja, ich sollte vielleicht den ganzen Text mal lesen. Feuer der Sonne erhellt den Himmel. Also rot. Gelb. So. Tür geöffnet! Nein, falls der Prinz hat tatsächlich in der Fest verbirgt, bleibt nur noch dieser Arsch. Jetzt nochmal speichern. Und 2 Stunden Dialog anhören. Seht nur. Kein Rücken, kein Rücken, kein Kerl! Was war dumm? Willkommen, verehrte Feinde. Ich hatte das Vergnügen, sie zu beobachten und fragte mich, wann sie es dann endlich durch diese Tür schafften. Ja, die Holztür hat mich sehr lange aufgehalten. Halten Sie das etwa für ein Spiel? Ein Spiel? Oh, keineswegs. Gestatten Sie mir, Ihnen zu zeigen, welch blutigen Ernst ich bei der Sache bin. Oh mein Gott. Von Güter, von Talem und Zeit ist das. Faszinierend, nicht? Die Masern sind wahre Meister, das sind tödliche Instrumente. Ach, das sind Musikinstrumente, sag ich lieber gleich. Oh, frage mich bloß nicht nach Details. Ich bin zumal musisch veranlagt, um mich für technische Einzelheiten interessieren zu können. Ich drücke einfach die Hebel, um Pein zu bereiten. Die ganze Sekunde halt. Wie konntest du so tief singen, sie an die Tage zu verkaufen? Was war denn in ihrer achtsamen Welt, Gnädigste? Eine Kreatur der Schatten, haust im Dreck zwischen Lump und Getier. Wenn ich es noch wagte, meine Hand auf dem Licht zu strecken, wurde ich gejagt. Wann in den Leben führe? Kerl! Details, Details! Mittlerweile habe ich einen Gipfel erklommen, der mich weit über den meine armselige Gangheit erhebt. Ich bin Herr dieser Provinz! Schändlich in Gefahr. Sie konnten sich nur gegen ihre Mitmenschen stellen, Gasling. Sie haben ihre eigenen Leute geknechtet und dahin geschlachtet. Für sie führt kein Weg mehr zurück. Mitmenschen, Weg zurück! Aber guter Professor, Sie sind immer noch nicht verstanden? Verstanden? Was meinen Sie? Glauben Sie wirklich, diese Maske war das einzige Geschenk der Herren? Ein mächtiges Werden noch nicht. Ja, das will. Was ist so entsetzt, Teuerste?
habe lediglich eine Fratze gegen eine andere eingetauscht. Sie sind einer von ihnen geworden. Schlau, schlau, Herr Professor! Also endlich, hinfort mit der Maskerade! Fahren Sie am eigenen Leib, wie das Neue das Alte besiegt! Schnell! Keine Zugangschaft! Ja, Realität ist spät, verehrte Feinde! So überrascht mich das nicht. Ich darf nochmal speichern, hey. Man kann nie oft genug speichern. Ampa, Phantom. Ich gebe eine private Sondervorstellung, meine berühmte Arie des Schmerzes. Da sind wir gleich im Marsch! Ah, es wird zu einem Wettstreit der Musikanten. Musikanten, nicht Tanten. Ja, doch ich bin es, der den Takt vorgibt. Kannst Takte nicht mehr schreiben. Oh, Moment doch. Okay, der Punkt geht an dich, Spaß. Wir versuchen es mit Kompression. Das war so klar. Schön. Jetzt ein Kennerblick auf Gegner vor ihm. Ja, dann werf mal, ne? Okay. Wasser, Überraschung. Dafür sorgt ihr lieber selbst. Überraschung und Wasser. Überraschungen und Wasser. Überraschung. Wasser, Wasser. Oh Gott. Nein, nicht Eleanor. Dumm-di-dumm. Ihr habt nichts gesehen. Aber ich mag Spiele, wo man nach dem Dialog speichern kann. Nicht so wie bei manchen anderen Spielen. Ich nenne jetzt mal keinen Namen. Gott. Ich hätte vielleicht heilen sollen. Bei näherer Überlegung wäre das gar keine so schlechte Idee gewesen. Stampft mächtig auf. Und ist nicht konfus. Ich war ein geschockt. Weißt, was ich meine? Du willst Wein? Och nein! Naja, komm. Wahrscheinlich holt gleich einer rum. Oh, du hast doch 2 Milliarden Tränke, benutzt die doch mal. Das ist eh der letzte Gegner, du Sposti. Ja, und ich mach das mit Absicht, den immer wieder so technisch. Nur, zu untersuchen, weil, ne? Einzuschätzen, genau. Ich will sie auch in meinem Buch haben. Das bringt mir zwar nichts, aber es ist schön, dass ich es habe. Da kann ich gar nicht alle Gegner im Buch haben. Schließt sie irgendwie aus. Und es wäre schön, wenn er den mal betäuben könnte, wenn er schockieren würde, aber das geht scheinbar nicht. Ah, heil! Dafür, dass der gegen Wasser schwach ist, ist das nicht sonderlich stark. Ich glaube, ich bin jetzt lieber mal Schwinger. Sie benutzt mal große Heilung auf sich selbst. Ja. Oh oh. Wow. Der war nicht wirklich effizient. Ah, gut. Dann spielen wir doch gleich mal, da haben wir es. Da haben wir es ja! Alter, gar nicht! Von hinten! Das sehe ich, Leutnant! Ich weiß umso besser! Nein! Hör auf! Pfui! Nein! Ich doch lieber Gruppenheilung benutzen sollen. Kann man nicht mal schocken. Ja, wir haben Gruppenheilung 2. Oh nein, jetzt ist natürlich jeder konfus. Allerdings, das macht jetzt nicht mehr konfus. Das muss ich anders machen. Mit deinen erledigten Gefährten. Ist nicht mehr konfus, ne? Ist doch schon mal gut. Ah, genau in der richtigen Reihenfolge auch noch. Sehr schön. Stampfen will ich doch. Oh. Boah, scheiß da die Wand an. Die letzten Gegner auch immer noch mal die hartnäckigsten sein müssen. Na, wenigstens konnte heißen ausweichen.
Verbrauchsfähigkeit ist einfach unmenschlich. Na ah, toll. Und er ist wieder tot. Heißen zu rufen hat's voll gebracht. Moment, machen wir das mal anders. Dinge, Jetzt hoffe ich nur, dass es... Nein, nicht Deckung! Ach, ich wollte doch heilen. Ach, scheiß doch die Wand an. Hoffe ich nur, dass es überlebt. Aber das sehe ich nicht so das Problem drin. Knapp. Aber knapp. Knapp geht. Irgendwie ist Frost total unwirksam. Was ist mit Frostdorn? Ja. Ich glaube, das stirbt gleich der nächste, ja. Oh, schön. Alt. Macht beenden, Moment, ich habe ja schon Ohnmacht beenden 3, ne? Ja. Kann ich ja mit ihm jetzt weiter angreifen? Versuch's mal damit, vielleicht bringt das ja was. Hab ich gar nicht mehr bedacht, dass ich ja auch Ding 3 hab, ne? Und tschüss. Weckt einen Gefährten auf. Hör schon her, wie lässt die Krabbler? Ich will sie zertreten! Leben, leben! Sie vernichten wird mir ein besonderes Genugtuum bereiten, Herr Leutnant. Angeber. Habe ich jetzt die richtige Fähigkeit? Ja, habe ich. Gut. Ich bin ja ein Dorn im Auge. Und er verstummt. Leck mich doch. Schön, ich kann ihn angreifen. Toll. Vielleicht kann ich ihn vergiften. Oh, das ist gar nicht mehr so ineffizient. Nein, natürlich nicht, denn er verfehlt. Heilung 2. Mach Frost dann, komm. Jetzt ist Mack jetzt. Ah, der braucht er nicht. Ha! Wunderbar. Er kann auch so weiterkämpfen. Cool. Das funktioniert auch so. Coole Sache. Bin ich voll dafür. Nee, passt schon. Ist schon das Richtige. Kann der außer Sing noch irgendwas? Okay. Und noch beenden 3. Ein Hoch darauf. Bin ich voll dafür. Werde ich dulden, dass wir noch einmal geschlagen erleben. Sie nicht. Ach, halt's mal. Beeindruckst mich nicht im geringsten. Naja. Und tschüss. War doch ganz einfach. Kinderspiel. Ein schauliches Ende. Gell? Hat er ganz verdient? Ich glaube, nun haben wir alles getötet, das irgendwie feindähnlich war. Was für eine freundliche Nachricht, liebes Wesen. Eigentlich wollte ich einmal laut über die Wahl unserer Mittel. Denke, ich soll es erfüllt! Oho, ich bin dabei. Das wo, die Schlag hat den Tag gewiss getroffen. Na schnell, einmal zur Nautilus zurück und fahr nach Hause, nach Vulkanien. So. Schau uns das mal das Ding an. Eine erstaunliche Maschine. Schau nicht kaputt! Ein Karl der gesamten Provinz. Provinz haben den Tag keine Freude mehr. Vor uns, Knecht, denken Sie an Schlachterfolg, entscheiden einen Konflikt, dieses Ausmaß noch lange nicht den gesamten Krieg. Was denn mit diesem scheußlichen Ding vor, Schatz? Jetzt! Also schon, brech dich drauf an! Sind wir nicht auf der Jagd? Du willst dir doch nicht hoffentlich nicht über den Kamin hängen. Na eben nicht. Weißt du, dass du richtig rücksichtsvoll geworden bist, Liebster? Fliegt dafür auch was? Moment, was hat sie da? Ja, dann sei nicht. Das ganze Ding bleibt hier. Ach man. So ein Hebel vermag die erstaunlichsten Dinge wir uns versetzen. Ein fabelhafter Erfinden. Okay, die Brunnen können wir nicht anreden. Geh mal hin. Geh mal hin. Aber Feierabend. Können die anderen weitermachen. En. Wo ging's denn hier gleich wieder raus? Ach da. Da, wo der Pfeil ist. Möglicherweise. Eventuell, vielleicht.
Wir wissen es nicht. Wir werden es auch nie erfahren. Der Mann macht immer noch seine Diät. Ja, ich glaube, die sagen da gerade gar nichts mehr dazu. Die streiten sich noch ein bisschen weiter. Da ist ein Fisch und eine Krake. Hat mir die Captain eigentlich ein besonderes Zeichen verabredet, dass sie sagt, er könnte uns wieder abholen? Herr Kapitän. Hallo sonst? Immer hat das so geklappt? Na bitte! Ja, Mademoiselle Etnasseur, ich habe Sie schon erwartet. Ganz pünktlich fahren Sie aber nicht, Herr Kapitän. Es ist schön, Sie zu sehen. Sie haben geschehen. Seit einer Zeit stehen sämtliche Flugapparate am Landesinnere zu. Verstand es, der Feind in helle Aufregung versetzt wurde und sein Augenmerk ganz auf das Land liegt. Zurecht! Glaube es, für einige Zeit, darin beschäftigt, neue Lage zu inspizieren! Link, das wäre uns erfolgreich gewesen. Ob wir das waren, Tentakel haben eine komplette Provinz eingebüßt. Respirieren, da ist Ihre Mission erfüllt oder übererfüllt, wenn Sie mir den Ausflug gestatten. Schaffe es! Dennoch möchte ich mein Boot nicht so lange möglichen Sperren aussetzen. Alex, kommen Sie ins Wort, Paul. Also gerne, Kapitän. Es kommt wie die Landkarte, von 1869 geklaut wurde. Gibt es da auch etwas zu essen? Nein. Kurs Vulkanien, volle Fahrt drauf. Ja, wir fahren jetzt erstmal heim. Wir haben es jetzt eigentlich. Ruhig Zeit lassen. Sieh doch, Schatz, bei der Gaska. Hören wir schon, weiter! Waren wir in Madagaskar? Nee, oder? Nee. Keine Ahnung, was eigentlich. Nicht so wichtig. Brauche nicht nach zu urteilen. Wir haben uns wieder im Cup. Entschuldigen mich bitte. Seereise. Reise mit dem See. Ja. Das wird eigentlich auch schon werden. Der Hinfahrt zu groß. Hinmachen! Okay, Monsieur. Geben Sie Ruhe und Friedfertigkeit der lieben See. Geben Sie es auf, Kapitän. Dieser Mensch ist ein hoffnungsloser Fall. Ach, das ist gemein. Nein, doch nicht. Kanien! Endlich! Wo soll es doch Dose? Schnelligkeit drosseln. Langsam einfach den Kratersee. Ja. Die Stimmen werden auch immer grausamer. Immer weg. Rosseid! Schau schon, wie wild wir rufen! Keine Quengeleien und Taten, Herr Leutnant. Sie sind mit voller Kraft dahin geraten. Gras! Geschlingen! Sir, die Nautilus mag zwar Schneckenähnliches in die Arme tragen, aber sie ist das schnellste Boot. Sehen Sie dem Leutnant einfach nach, Kapitän. Das Allreisen haben wir inzwischen an ganz andere Geschwindigkeiten gewöhnt. Das ist auch nur einer Professor. Ah, schön. Auf ein Boot lasse ich nichts kommen. Es ist und bleibt einzigartig. Sind Sie nur mal kommen? Ja, gut. Das kennen wir schon, aber ich möchte noch ein bisschen weiterspielen. Nein? Ja, komm, das kennen wir ja schon. Hoffentlich jammert YouTube nicht wieder rum. Das ist Musik drin, das ist böse. Ja. Ja. Oh. Nein, das kennen wir auch schon. Ich weiß gar nicht, ob ich da noch was anderes sagen. Aber ich will noch kurz eine Änderung zeigen. Schöne Musik, wie ich finde. Liegender Anblick. Ach, ich habe schon Größeres gesehen. Ich habe größere Sachen schon aus meiner Hose gezogen. Ja, hochinteressant und so. Ja. Mhm. So, jetzt gehen wir erstmal hier hinten irgendwo hin. Der Ruf. Ja. Bla bla bla. So, das ist doch. So ist recht. Stellen Sie sich irgendwo hinter dem größten Helden des Planeten an. Ja, das kennen wir auch schon. Ha, Sponsor! Wenn ihr erst erfahren, von welcher Mission ich
Mit ihnen. Nö. Jetzt kommt es, glaube ich, erst möglicherweise, eventuell vielleicht. Ordnung, ja, ja. Für die größten Helden des Westens von unserer Sache gewonnen! Ja, beim ersten Mal zählt ja was anderes, weil wir in den Westen gefahren sind. Also bei der anderen Möglichkeit. Ich habe ja nur endlose Büffelherden gesehen und in der Fahr kühles Auge geblickt. Ja, ja, in Ordnung. Ich habe finsterste Baniten geschlagen und sogar ein wichtiges Duell bestritten. Also erkennen Sie Quakes an! Ja, okay. Ja, das war doch der Unterschied. Den muss ich noch zeigen. Oh Gott, schnell weg, bevor YouTube wieder rumjammert. Wieder Musik. Egal, das war auch der alternative Weg bei Die Reise ins All. Damit habe ich es dann, glaube ich, ziemlich durch. Nachdem ich 90% aller Rätsel immer grandios gescheitert bin. Ja, ich bin einfach toll, ne? Da wäre ja neidisch, ne? Anfänger. Und nach einer unglaublich langen und grausamen Synchronisation meinerseits mit sich immer wieder abwechselnden Stimmen bei gleichen Charakteren. Ganz toll, ne? Ich habe jetzt Applaus verdient, ne? Ich gebe mir selbst Applaus. Ich bin der Einzige, der so toll ist, dass er sich selbst Applaus geben kann. Den Satz soll ich nochmal neu formulieren irgendwann. Geil, das war die Reise ins All. Ich würde sagen, spiel's auch mal, aber... Naja, da habt ihr nicht mal eine tolle Synchronisation, das geht nicht. Spiel es nicht, es ist grauenhaft. Das ist eine Falle. Das Spiel ist eine Lüge. Ich drifte gerade vom Thema ab, glaube ich. Welchen Thema hatten wir gerade? Egal. Ja, also das war wie gesagt die komplette Reise ins All. Ich glaube jetzt einfach mal, ich nehme einfach mal theoretisch an, dass ich nichts vergessen habe. Und ja, gutes Spiel. Wenn man von ein paar kleinen Bugs absieht, die jetzt nicht so wirklich ins Gewicht fallen. Und davon, dass man nichts bekommt, wenn man diesen riesen endlosen Kampf schafft, der total einfach ist. Also zumindest beim zweiten Mal. Bei der ersten Gegnung ist er praktisch unmöglich. Aber darum geht's ja gerade nicht, ne? Finde ich schade, dass man da nichts kriegt. Und vor allem betrüge ich doch nicht. Das sah anders aus. Ja, egal. Ich kann es auf jeden Fall mal empfehlen zu spielen. Ist ganz lustig. Was, wie gesagt, wenig Sinn macht, nachdem ich alles gezeigt habe. Aber das schaut sich wahrscheinlich eh keiner bis zum Ende an. Gut, Delfino, aber wer schaut sich jeden Stopp an? Ja. Gut. Dann würde ich sagen, wir sehen uns demnächst bei Penumbra. Nicht wieder, vielleicht. Eventuell, möglicherweise. Nicht. Ne? Ich war nicht Chefin. Egal. Das war's heute zum letzten Mal mit Die Reise ins All von Real Troll. Könnt ihr auch mal runterladen spielen. Oder nicht. Mir egal. Ist eure Sache. Ich kann's nur empfehlen. 3 Daumen hoch. Wie gut, dass ihr nicht seht, dass ich 3 Hände habe. Egal, Karl. Ich sage auf Wiedersehen. Bis irgendwann zum nächsten Mal.